Die genuesischen Armbrustschützen zählten zu den gefragtesten Söldnern des Mittelalters. Bei der Verteidigung ihrer Heimat, der Republik Genua, und im Dienst vieler europäischer Armeen machten sie sich einen Ruf als mutige, zuverlässige und schlagkräftige Krieger. Wenn ihr Emblem, das Banner des heiligen Georg, am Horizont auftauchte, erzitterte so manch tapferer Soldat und so mancher Heerführer entschloss sich im letzten Augenblick, seine Strategie zu wechseln. In diesem Video sehen wir uns an, was genau die genuesischen Armbrustschützen so effektiv machte und werfen einen Blick auf ihre berühmteste Schlacht, die Schlacht bei Crecy im Hundertjährigen Krieg, die zugleich auch ihre größte Niederlage war. Der Ursprung der genuesischen Armbrustschützen liegt im späten 11. oder frühen 12. Jahrhundert. Dann beschloss Genua nämlich ein reglementiertes Korps aus ausgewählten Armbrustschützen für bestimmte taktische Aufgaben aufzustellen. Aus diesem Korps entwickelte sich innerhalb weniger Jahre eine Elitetruppe, die den harten Kern der genuesischen Armee bildete. Warum sich die Republik ausgerechnet für Armbrustschützen entschieden hat, ist nicht abschließend geklärt. Ganz allgemein ist die Forschungslage schwierig. Wie der italienische Historiker Fabio Romanoni erklärt, sind die historischen Arbeiten zu den Armbrustschützen äußerst rar, obwohl die Zeitgenossen sie genauso schätzten und fürchteten wie andere berühmte Söldner, etwa die Schweizer oder die Brabanzonen. Trotzdem gibt es viel Interessantes zu ihnen zu sagen. Nicht jeder konnte einfach so ein genuesischer Armbrustschütze werden. Die Vorgaben für die Rekrutierung waren streng und nur ausgewählte Anwärter wurden zugelassen. Anders als der Name vermuten lässt, kamen sie aus ganz Ligurien und teilweise sogar von noch weiter her. Romanoni hat eine Auswahl an Quellen aus dem Jahr 1327 untersucht und festgestellt, dass die meisten Rekruten den unteren Schichten der Gesellschaft angehörten und ursprünglich aus Savona, aus dem Umland von Genua, aus Oltrecioco, aus dem Montferrat, von der Po-Ebene oder sogar aus Korsika stammten. Für die Rekrutierung waren jeweils zwei Männer verantwortlich, die vom genuesischen Kriegsrat gewählt wurden. Es handelte sich bei ihnen meist um Adlige mit Kriegserfahrung. Sie bewerteten die Rekruten nach körperlicher Eignung, Erfahrung und Begabung im Umgang mit der Waffe. Unter anderem wurden dazu die nervliche Belastbarkeit und die Sehfähigkeit der Anwärter getestet. Die Ausgewählten mussten dann der Republik die Treue schwören und einen Bürgen stellen. Dieser garantierte für die Loyalität des Rekruten und musste im Fall von Desertion oder Befehlsverweigerung den Soll zurückerstatten. Wenn der Eid geschworen und der Bürge benannt war, erhielten die Schützen den Sold, der je nach Rang und Aufgabe variierte. Die Dienstzeit war in der Regel auf weniger als ein Jahr beschränkt. Oftmals dauerte sie sogar nur 3 Monate oder ein halbes Jahr. Nach der Aushebung wurden die Rekruten nach Genua geschickt, wo sie lernten, mit der Armbrust zu kämpfen. Bevor wir uns nun dieser tödlichen Waffe und der Art, wie sie eingesetzt wurde, zuwenden, möchten wir euch den Sponsor dieses Videos vorstellen, Hörner. Hörner stellt edle Schreibwaren in höchster Qualität her, die angenehm schwer in der Hand liegen, wunderbar lautlos übers Papier gleiten und trotzdem erschwinglich sind. Mein Favorit ist der edle Füllfederhalter Fortress, aber auch für Kugelschreiber oder Tintenrollerliebhaber findet sich bei Hörner garantiert etwas Passendes. Wenn ihr noch ein edles Geschenk für eure Liebste, einen Verwandten oder einen guten Freund sucht oder euch einfach mal was gönnen wollt, dann schaut euch doch auf www.hörner-group.de um. Mit dem Code SANDROMAN erhaltet ihr 10% auf das gesamte Sortiment. Jeder Kauf hilft uns, eine langfristige Zusammenarbeit mit Hörner zu sichern. Ihr kriegt damit also nicht nur ein tolles Schreibgerät, sondern unterstützt auch noch unseren Kanal. Aber zurück zu den Genuesen. Ihre Waffe, die Armbrust, wurde im Westen im 11. Jahrhundert populär. Ihre Ursprünge gehen zwar viel weiter zurück, aber sie war in Europa lange Zeit kaum benutzt worden. Die Durchschlagskraft und die Einfachheit der Handhabung im Vergleich zu einem Bogen faszinierte die Militärs der Zeit, was dazu führte, dass sich die Armbrust rasch verbreitete. Natürlich gab es dagegen auch Widerstand, etwa von Papst Urban II., der 1193 die Verwendung der Waffe gegen andere Christen verbot, weil sie wegen ihrer panzerbrechenden Wirkung als unritterlich galt. Er sah sie also sozusagen als frühen Cheatcode. Aber wie so oft siegten die praktischen Bedürfnisse über die Moral.
Laut dem Experten für mittelalterliche Militärtechnologie Kelly de Vries war die Armbrust ab dem 12. Jahrhundert bei fast allen Armeen Europas sehr beliebt. Die genuesischen Armbrustschützen benutzten schwere Armbrüste, die von den Ballistae, der Gilde der Armbrustmacher, hergestellt wurden. Sie waren mit einem Steigbügel versehen und wurden mit Hilfe eines Gürtelhakens geladen, den die Schützen immer tragen mussten. Um zu laden, stellte der Schütze einen Fuß in den Steigbügel, ging leicht in die Knie, hängte den Haken in die Sehne ein und spannte sie dann, indem er sich aufrichtete. Die zurückgezogene Sehne wurde schließlich in die sogenannte Nuss eingehängt und die Armbrust war schießbereit. Die frühesten europäischen Armbrüste, wie sie meist auch die genuesischen Armbrustschützen im 12., 13. und frühen 14. Jahrhundert benutzten, hatten Bogen aus Holz. Laut de Vries wurden diese Holzbögen im Lauf des 14. Jahrhunderts nach und nach von den stärkeren Kompositbogen verdrängt, die aus zusammengeleimten Hornplatten, Holz und Tiersehnen hergestellt wurden. Und im 15. Jahrhundert kamen schließlich, vermutlich zuerst im deutschen Raum, Bogen aus Stahl auf. Weil diese beiden späteren Typen deutlich mehr Zuggewicht hatten, konnten sie nicht einfach mit einem Gürtelhaken geladen werden, sondern es wurden Hilfsmittel wie ein Geißfuß oder eine Kurbelwinde benötigt. Die Ausrüstung der genuesischen Armbrustschützen war alles andere als einheitlich und veränderte sich im Lauf der Zeit stark. Im 13. Jahrhundert trug der durchschnittliche Soldat einen leichten Metallhelm, ein Brustpanzer und ein Kettenhemd. Als Zweitwaffe waren Dolche und sehr kurze Schwerter beliebt und jeder war verpflichtet, mindestens 20 Bolzen bei sich zu tragen. Die zweite zentrale Waffe der genuesischen Armbrustschützen waren die sogenannten Pavesen. Das sind mannshohe Schilde aus Holz, die mit Hilfe von Stacheln im Boden verankert werden können. Vermutlich wurden diese Schilde von einem Knappen getragen, der in manchen Fällen sogar noch von einem Speerträger begleitet wurde. Dass die Armbrustschützen diese riesigen Schilde auf dem Rücken trugen und sich zum Laden einfach umdrehten, wie zum Beispiel in dem Spiel Total War, ist sehr unwahrscheinlich. Interessanterweise treffen wir die genuesischen Armbrustschützen nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern auch bei der Verteidigung von Festungen und auf Schiffen an. Für einen großen Teil des 13. bis 15. Jahrhunderts waren genuesische Schiffe sogar dazu verpflichtet, eine Mindestanzahl an Armbrustschützen an Bord zu haben. Diese spielten zum Beispiel in den Seeschlachten von Meloria 1284 und Curzola 1298 eine entscheidende Rolle. Die Armbrustschützen waren in Gruppen unterteilt, sogenannte Bandiere, die jeweils aus 20 Mann bestanden und von einem Wachtmeister befehligt wurden. Für den Einsatz wurden sie in Kompanien unter dem Oberkommando eines genuesischen Adligen zusammengefasst, die einige hundert bis einige tausend Mann umfassen konnten. Die Republik Genua bemühte sich, den Einsatz ihrer Armbrustschützen zu kontrollieren. Grundsätzlich konnte nur sie einen Einsatz außerhalb der Grenzen autorisieren und es war den Armbrustschützen verboten, sich als freie Söldner in die Dienste eines anderen Herrn zu stellen. Selbstverständlich wurde das von den Condottieri, den freien Söldnerführern Italiens, nicht immer so genau genommen. Der erste Soldvertrag Genuas mit einer anderen Stadt ist im Jahr 1173 belegt. Und ihren ersten Einsatz außerhalb Italiens hatten die genuesischen Armbrustschützen vermutlich im Jahr 1099 bei der Belagerung von Jerusalem während des ersten Kreuzzugs. Unter dem genuesischen Admiral Guglielmo Embriaco, bekannt als Testa di Maglio, der Hammerkopf, wurden sie gegen die berittenen Bogenschützen der Mamluken eingesetzt. Das erste Mal, dass Genua Armbrustschützen an eine andere italienische Stadt verlieh, ist im Jahr 1173 belegt, als die Markgrafschaft Gavi eine unbekannte Anzahl Schützen zu Verteidigungszwecken erhielt. Während wir nicht viel mehr darüber wissen, was dort passiert ist, erhalten wir bei einem Einsatz knapp 100 Jahre später einige Hinweise dazu, wie die Armbrustschützen gekämpft haben. 1192, während dem dritten Kreuzzug, verteidigte nämlich der berühmte englische König Richard Löwenherz die Stadt Jaffa gegen die Männer Saladins. Gemäß dem italienischen Historiker Aldo Setia befahl er den Pavesenträgern und Speerkämpfern, einen Wall aus Schilden und Speeren zu bilden. Hinter diesem Wall bezogen die Armbrustschützen in zwei Reihen Stellung. Sie wechselten sich jeweils mit Laden und Schießen ab und schlugen so schließlich die Angreifer zurück. Ob die Genuesen immer so gekämpft haben, ist unklar.
Fest steht, dass sie zum Laden, das mit dem Gurthaken etwa 10 Sekunden dauerte, hinter den Pavesen in Deckung gingen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sogar in Dreierteams gekämpft wurde, also ein Knappe, der den Schild hielt, und zwei Schützen, von denen jeweils einer lud. Die Pavesen waren zum Laden zwar unverzichtbar, machten die Armbrustschützen aber auch schwerfällig. Plötzliche Manöver waren mit dem umständlichen Schild fast unmöglich umzusetzen. Der taktische Einsatz der Armbrustschützen war generell nicht immer ganz einfach. Grundvoraussetzung dafür, dass sie effizient kämpfen konnten, war fester, trockener Boden und ein freies Schussfeld. Das konnte entweder erreicht werden, indem sie vor der restlichen Infanterie auf den Seiten oder auf einer Anhöhe positioniert wurden. Armbrüste konnten zwar auch in einem hohen Bogen über ein Hindernis hinwegschießen, aber das direkte Schießen auf ein Ziel war viel präziser. Deshalb war es in der Schlacht oft so, dass die Armbrustschützen den Kampf mit einigen Salven eröffneten, sich dann von den Nahkampftruppen überholen ließen und sich schließlich zur Seite verschoben, um erneut zuzuschlagen. Während die Genuesen im 13. Jahrhundert vor allem in den Armeen der norditalienischen Stadtstaaten dienten, fanden sie sich im 14. Jahrhundert zunehmend auch in den Diensten anderer fremder Herren. Besonders zahlreich dienten sie während dem Hundertjährigen Krieg in Frankreich. Dort kämpften sie auch ihre berühmteste Schlacht, die Schlacht bei Crécy im Jahr 1346. Im Sommer dieses Jahres griff Eduard III. Von England Frankreich von drei Seiten an, um seine Ansprüche auf den französischen Thron durchzusetzen. Er selbst landete am 12. Juli mit einer Armee von 7.000 bis 15.000 Mann in der Normandie und marschierte plündernd in Richtung Paris. Philipp VI. Von Frankreich sammelte so rasch es ging eine Armee und heftete sich dann an die Fersen der Engländer, die bei Poissy nach Norden abtreten. Nach ersten Gefechten am Fluss Somme, an dem die Franzosen vergeblich versuchten, die Engländer aufzuhalten, stellte Eduard sein Heer in einer starken Position nahe des Dorfes Crécy auf und wartete darauf, dass die Franzosen ihn angriffen. Philipps Armee war laut dem Historiker Clifford J. Rogers 2 bis 3 Mal so groß und umfasste neben 8.000 Waffenknechten und 16.000 bis 20.000 gewöhnlichen Infanteristen 2.000 bis 6.000 genuesische Armbrustschützen. Diese sollten in der kommenden Schlacht eine entscheidende Rolle spielen. Leider wissen wir kaum etwas über diese Schützen an sich. Ihre Anführer, Carlo Grimaldi und Aitone Doria, gehörten beide zu führenden Familien in Genua, waren aber in Ungnade gefallen und deshalb nun als Söldner unterwegs. Ihre beiden Kompanien, die soweit wir wissen vor Crécy nie zusammen gekämpft haben, standen seit 9 Jahren vor allem in französischen Diensten. Grimaldi schloss sich der französischen Kampagne an, nachdem seine Galeeren am 20. August in den Hafen von Rouen eingelaufen waren. Wann Dorias Männer dazu stießen, ist unklar. Kelly de Vries vermutet, dass ihre Galeeren in der Mündung der Somme ankerten und sie die Armee in der Nähe von Abbeville trafen. Als Philipp seine Männer am Morgen des 26. August von Abbeville aus losmarschieren ließ, wusste er nicht, was sie erwarten würde. An der Spitze der langen Kolonne marschierten neben der Kavallerie auch die Genueser Armbrustschützen. Das ist sehr außergewöhnlich, denn im Normalfall bildeten die Ritter die Spitze. Laut Kelly de Vries gibt es fast oder gar keine anderen Beispiele, in denen Schützen in der Vorhut mitmarschierten. Was das Ganze noch rätselhafter macht, ist, dass die Ausrüstung der Genuesen im Tross am hinteren Ende des Zuges mitgeführt wurde. Sie hatten zwar ihre Armbrüste dabei, aber die Pavesen und wohl auch ein Teil der Rüstung standen nicht zur Verfügung. Als die Spitze der Franzosen die englische Armee erblickte, war ihre Kolonne laut dem Historiker Christian Teutsch etwa 15 Kilometer lang, weshalb der König seine Truppen zuerst aufrücken lassen wollte. Aber seine Ritter und die Adligen, die ihn begleiteten, wollten nicht länger warten. Kurz nach Mittag gab es einen kurzen, aber heftigen Regenschauer, der Historiker dazu veranlasst hat, zu spekulieren, ob die Armbrüste der Genuesen durch die nassen Seiten weniger effizient oder gar unbrauchbar wurden, während die englischen Langbogenschützen ihre Sehnen rasch abnehmen und trocken verstauen konnten. De Vries ist jedoch der Meinung, dass das wenig Sinn macht, weil die Armbrustsehnen ziemlich resistent gegen Regen waren. Christian Teutsch merkt außerdem an, dass der Angriff erst einige Stunden später, am späten Nachmittag, begann. Zuerst rückten die Armbrustschützen vor.
Sie sahen sich den zahlenmäßig weit überlegenen englischen Langbogenschützen gegenüber, die eine wesentlich höhere Feuerrate und eine etwas größere Reichweite hatten, was dadurch verstärkt wurde, dass die englische Armee eine erhöhte Position hatte. Die Genuesen rückten vor, aber nachdem sie einige Bolzen abgefeuert hatten, wurden sie von einem englischen Pfeilhagel getroffen. Ohne ihre Pavesen, mit reduzierter Rüstung und Munition, konnten sie dem nichts entgegensetzen und wandten sich unerwartet rasch zur Flucht. Der Graf von Alençon und seine Reiter, die die zweite Reihe bildeten, dachten, die Genuesen hätten sie an die Engländer verkauft oder seien schlicht aus Feigheit geflohen. Sie konnten ihr rasches Nachgeben nicht verstehen, denn laut Kelly de Vries hatten weder die genuesischen Armbrustschützen noch die französischen Ritter zuvor gegen Langbogenschützen gekämpft. Alençon tobte vor Wut und ritt mit seinen Männern die eigenen Schützen über den Haufen. Aber als sie in die Reichweite der Engländer kamen, lernten die Ritter selbst die vernichtende Wucht der englischen Langbogen kennen. Die Verwirrung, die der Zusammenprall der Armbrustschützen mit der eigenen Kavallerie anrichtete, machte die Angreifenden zu leichten Zielen, sodass die englischen Bogenschützen zusammen mit drei simplen Bombarden verheerenden Schaden anrichteten. Trotz allem stürmte die französische Kavallerie bis fast um Mitternacht unaufhörlich gegen die englische Armee an. Aber die Franzosen hatten einen schweren Stand. Der Boden war matschig, weil es am Nachmittag geregnet hatte, sie mussten den Hügel hinauf angreifen, die Engländer hatten Fallgruben und Feldbefestigungen gegraben und die englischen Bogenschützen ließen ihre Pfeile ohne Unterbruch auf sie einhageln. Nichtsdestotrotz prallten insgesamt 15 Wellen französische Kavallerie gegen die englischen Linien. Angeblich zog sich Philipp erst zurück, nachdem ihm zwei Pferde zwischen den Beinen weggeschossen worden waren und er zum Rückzug genötigt wurde. Noch Stunden nachdem er aufgegeben hatte, trafen Milizen auf dem Schlachtfeld ein und mit ihnen, viel zu spät, die dringend benötigte Ausrüstung der genuesischen Armbrustschützen. Die Zahl der gefallenen Franzosen wird von den meisten Historikern auf etwa 15.000 geschätzt. Die Verluste der Engländer waren dagegen vernachlässigbar. Zwei Ritter, 40 Waffenknechte und ein paar Bogenschützen und Speerträger. Wie viele Armbrustschützen bei Crécy gefallen sind, ist nicht überliefert. Aber es müssen sehr viele gewesen sein. Von den englischen Pfeilen durchlöchert, der eigenen Kavallerie über den Haufen gerannt und dann zwischen den Fronten eingeklemmt, muss ein großer Teil von ihnen das Leben gelassen haben. Die Schlacht bei Crécy ist eines der meistdiskutierten Ereignisse des Hundertjährigen Krieges. Sie gilt als die Schlacht, in der der englische Langbogen seine überlegene Wirksamkeit demonstrierte, was natürlich umstritten ist. Trotz der schweren Niederlage, die die genuesischen Armbrustschützen bei Crécy erlitten haben, waren sie als Söldner noch lange sehr gefragt. Erst als die Armbrust im militärischen Gebrauch nach und nach von den Feuerwaffen verdrängt wurde und sie sich zu einer reinen Jagdwaffe entwickelte, verschwanden die genuesischen Armbrustschützen von den Schlachtfeldern Europas.